Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Ballast mit der Deck, mit dabei Jamie, James, Jimmy Joe. Sucht euch einen Namen aus, schreibt Leute in die Kommentare, ist geil. Wir schauen uns heute Duschgel-Werbung an. Die ist nackt. Coole Quality auf jeden Fall. Okay, Frage, warum liegen da 800 Unterhosen am Boden? Okay, die hat bestimmt ganz viele Sachen anprobiert und jetzt denkt sie sich so, ja, jetzt ist es so anstrengend, jetzt gehe ich duschen. Hör auf den Tisch zu hauen. Der haut zurück. Ja, krass, die ist auf jeden Fall messy, würde ich sagen. Aber ich fühle das ein bisschen, so sieht es bei mir auch immer aus. Mhm. Nur halt nicht mit BH, sondern mit... Meinst du, wenn das 1080p wäre, würde man auch mehr sehen? Mehr von ihr oder generell mehr? Mehr. Mehr. Oh, die Ente hat alles gesehen. Die Ente. So richtig Vietnam-Verspeck. I've seen the anus. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? 8. Ohne Pluto. Ja, es werden 7, wenn ich Uranus zerstöre. Die lebt! Die Ente hat Dinge gesehen. Also ich meine, wenn ich den Ausblick hätte, würde ich vielleicht auch so tanzen. Also. Das fand ich noch nie schön, ja, von eben. Was war das für ein Frame? Imperial Leather. Release the lava. Imperial Leather. So, weil was Star Wars geworden. Imperial Leather? Alter, der kommt einfach gerade. Graf Dracula ist nicht in Star Wars. Wie heißt der nochmal? Darth Vader. Der kommt ab und zu da, der hat Anakin gebissen. Imperial Leather. Ich finde das krass, dass sie die Haut von der Frau als Leder bezeichnen. Aber technisch gesehen haben die aus Big Nose George Parrott Schuhe gemacht. Aus seiner Haut. Das war ein Typ im Wilden Westen, der war nicht so cool, Fun Fact. Der ist dann fast aus dem Gefängnis ausgebrochen, aber die Leute waren so sauer auf die, dass sie gesagt haben, wir brechen jetzt ins Gefängnis ein und dann haben die den umgebracht und haben aus seiner Haut Schuhe gemacht. Und eine Tasche. Und sein Kopf war ein Aschenbecher. So wenig kann man Leute mögen. Huiuiui. Boah. Heidi! Die duscht in der Sonne! Kennen Sie die Shampoos, die Ihr Haar wieder aufleben lassen? Nee, Gardi. Das heißt Gardi, weil die das im Garten gewaschen hat, weißt du? Die hat auch noch. Nein! Sie hat den Bus verpasst, aber ist glücklich, weil sie schöne Haare hat. Naja, gefeuert. Mein Haar lebt richtig wieder auf. Wie wär's? Gard? Oh nein, ich hab den Bus verpasst. Sag sie! Gard, gibt ihnen das gute Gefühl. Keiner, okay, ganz kurz. Wenn ich den Bus verpasse, dann mach ich nicht. Weil du nicht so volle Haare hast, weil du nicht Gard benutzt. Ach so. Ich habe nicht verstanden, warum die sich zwischendurch die Nägel lackiert hat und was das mit Gard zu tun hat. Hat die da Haare auf den Fingern? Ah! Hat die! Er hat ein Stück. Da ist das Shampoo dabei. Und ihm friert so die Schulter ab und er hat so einfach Gefrierbrand da dran. Kriegt das nicht ab, reißt sich so die halbe auf der einen Schulter Sonnenbrand und der anderen diesen Eisbrand. Das sieht aus, als hätte einer von den beiden gepupst. So. Extreme cool. Ich wusste das irgendwie, dass das von Fahr ist. Deo extrem cool. Sie hat sich ihre Tiddies eingerieben mit Eis. Wer bei Fahr saß denn da? Fahr Man, by the way. Und hat sich gedacht, ein Typ, der Eis trägt der und dann die Frau... Cool. Verstehst du? Nee, das ist ja genau meine Frage hier an der Stelle. Warum reibt sich die Bubatz ein? Cool. Ah, aber warum hat sie dann... Warum hat er nicht? Er ist so hübsch. Next! Oh, kennst du eigentlich Sarah, Bettina, Linda, Sonja und Mimi? Kennst du eigentlich, weißt du, so... Deine eigentliche Synchronisation! Wer saß da und waren so, wir brauchen mal deutsche Namen. Sarah, Bettina! Ursula! Und dann Mimi! Also ich muss an der Stelle sagen, egal wo die Werbung hinführt, es wird falsch sein. Hey, wir müssen los. Ciao! Kennst du eigentlich schon alle meine Freunde und Mimi? Ciao! Das ist Bettina, oder? Aufwachen. Arx Rise Up Duschgel. Mit extra viel wach. Extra viel wach? Damit du dich an den Namen erinnerst von den 80 Milliarden Frauen, die du jeden extra Morgen extra viel wach gibt es übrigens auch bei Just Legends. Und in diesem Sinne... Ich habe heute noch keinen Performance Booster von Just Legends getrunken.
Jetzt bin ich wach! Und dank natürlichem Koffein aus Guarana und einer maximal klitzekleinen Jamie-Menge Zucker bleibt das auch so! Ganz ohne Zuckertief! Hast du inzwischen schon deine Lieblingssorte von Just Legends? Natürlich mein Alternativgeschmack Yuzu-Drachenfrucht, oder? Aber wenn du neu dabei bist, Just Legends bietet auch für jeden anderen Geschmack den besten Wachmacher! Zitrone, Brombeere, Milkshakes, alles am Start! Aber eben auch mal Alternativ Yuzu-Drachenfrucht! Just saying! Aber beim Kauf der Produkte könnt ihr ab sofort nicht nur mich supporten und Geld sparen mit dem Code Alternativ, sondern auch noch zusätzliche Rewards ergattern. In diesem Sinne, willkommen bei der Road to Legend! Pro einem Euro Einkauf gibt's ab jetzt 10 Legends Points auf dein Konto. Und diese Punkte kannst du dann wiederum für Rabattgutscheine oder sogar eigene Produkte ausgeben. Zum Beispiel den Gold Shaker oder das Sticker Set. Allein die Account-Erstellung gibt schon 250. Mathe-Lehrer, be like, 250 was? Äpfel, Birnen, Seelen? Nein, wie gesagt, Legends Points. Und für jeden geworbenen Freund sicherst du dir 750 davon. Und dein Kumpel bekommt dann noch 10 Euro als Gutschein. Sammelt also fleißig Punkte und werdet die Cashback-Legende. Und ihr wisst ja, erster Link in der Videobeschreibung und gönnen. Wo waren wir gerade noch? Ach ja. Männer denken nicht an ihre Haare. Oh, die kenne ich. Sie denken an ihr nächstes Projekt. Die kenne ich. Aber nur Männer. Frauen machen das nicht. Und das nächste Spiel. Es gibt keine kreativen Frauen. Der hat kein Knie mehr. Der hat diesen Slide gemacht, den Powerslide auf dem Fußballplatz. Safe Call, Knie ist weg. Du stehst auf dem Ding. Kannst du mal kurz darunter gehen? Ich muss das zeigen, das ist lustig. Ja. Also Jamie steht ja auch auf so einem Ding drauf, damit du groß genug bist. Du hast deine Beine verloren, das ist der Grund. Ja, abgehobelt einfach. Und jetzt neu, die Nivea Men Shampoos Fresh Antifett und Sensitive Fresh Power. Antifett. Fresh Antifett und Sensitive Power. Und dann gehst du hin. Dünn. Das schmilzt wie so eine Kerze, dann weißt du. Fresh Anti-Stink. Mhm. Oxy-Action. Auf einmal Wäsche. Der Schuh, der atmet. Was? Organics ist da. Das sieht aus wie ein Tampon. Kasi. Jetzt nicht mehr. Einem natürlichen Aufbaustoff, der das Haar schon tief. Alter, das wilde Krabbeln will seine Effekte wieder haben. Seiner Lebens- das große Krabbeln. Und die fliegen weg. Die wachsen. Gibt ihm lebendiges Volumen. Ich hab mich immer gefragt, wie Kinder gemacht werden. Die bringt gar nicht der Storch. Die bringt der Regenwurm. Der Regenwurm! Welches Tier hat euch gebracht? Schreibt es mir in die Kommentare. Bei dir war es ein Axolotl. Aber so ein Evolved One. Ja! Der ein Salamander geworden ist. Obwohl er nicht wollte. Denn gesundes Haar beginnt an der Wurzel. Hä, ist es Dune? Da zu gute Effekte und besseres Storytelling. Nein, ich bin noch nicht eingeschlafen, deswegen kann es nicht Dune sein. Wir machen ein Shampoo, aber wir nehmen einfach die schlechteste Form für eine Flasche. Mhm. Ist das hier eine Flasche? Nee, das ist Film. Ist das hier eine Flasche? Nee, das sieht einfach aus wie ein Tampon. Mhm. Ich habe so ein Deo-Roller irgendwo hinzustellen. Oh, der pisst. Nee, der duscht. Man pisst nicht so. Was ist das? Der hat aber reine Haut. Ja, wie so ein Stück Speck. Das der hat keine Nasenhaare, der Mann. Oh! Holt er sich einen Roller? Jamie, guck da weg. Guck da hin, Jamie, ist schön. Guck weg. Ich bin mir nicht sicher. Der wäscht seinen Hund. Hundeshampoo. Der wäscht seinen Hund, oder? Warum macht er das mit Hundeshampoo? Der holt sich jetzt seinen Hund runter. Der rubbelt seinen Hund. Was hast du gerade gemacht, Schatz? Er hat den Hund gewichst. Der hat aber eine sehr innige Beziehung mit seinem Mops. Ich glaube aber nicht, dass Hundeshampoo gut für Menschenhaut ist, aber ich kenne mich da nicht aus. Das ist wie Babyshampoo, glaube ich. Dann ist okay. Ja. Von der Schnauze bis zum Schwanz. Das könnte Nivea auch als Spruch nehmen oder Ex. Wow. Boomerang. Echte Männer weinen nicht. Den Fußballer. Was ist das nochmal? Schweineboy? Ja. Hey, bist nicht du das? Erfrische Männer, die ich alles bin das da. Extreme I wish. Right Guard, das ist Right Guard, Left Guard. Ihr müsst auf Dexterity skillen. Ich sag's schon, wenn ihr Samurai seid, Dexterity Build, OP. Ah, Elden Ring. Okay, I understand. Was? Aus Elden Ring. Das ist ein Boss aus Elden Ring? Nein. Cliff. Der hat aber eine. Ich kenne ihn nicht, das ist ziemlich schrecklich halt. Oh, Alter, der hat einen Speedo an. Da haben wir ganz schön viel gesehen. Ich hab da nicht hingeguckt. Willst du ihn nochmal sehen? Weil, also ich fand's echt krass, Alter. Der Sohn gesprochen, der hat einfach ein Kilo Erdnüsse mit dabei. Da, hast du es gesehen? Jetzt so ein geguckt, Ding. Ja. Okay. Der hat ein Kleinkind in der Hose. Wow, ich hab eher auf sein Kreuz geachtet. Ach, Cliff, weil der ist runtergesprungen. Von der Cliff. Das war quasi ein Cliffhanger, wenn er nicht runterfällt. Warum war das Auto da? Naja, wir müssen ja zu Cliff hin. Ah, ich
Idee. Okay, gut. Bring endlich Leben in deine Dusche. Mit dem neuen Duschjelly. Hab ich schon. Blauschimmel. Nee, Schwarzschimmel. Was ist das für eine Synchronstimme? Bring endlich Leben in deine Dusche. Und dann kommt da so eine Frau raus vom Regenwurm gebracht. Ich habe Leben in meiner Dusche, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe Spinnen, Schimmel in den Fugen und ab und zu kommen Haare aus dem Abfluss. Ist das nicht genug Leben? Warum hast du das gesagt? Jetzt soll ich Angst zu duschen? Du duschst nicht bei mir, deswegen kein Problem. Guck mal, die hat... super weich. Götterspeise. Einfach ein Jello-Shot. Was soll das? Was macht denn? Labber. Champagner-Rosé. Champagner-Rosé. Oho. Da kannst du, da musst du auch... Das ist ein Jello-Shot. Ich kenne die nicht, aber geil. Weißt du nicht, was ein Jello-Shot ist? Also ich kann mir das vorstellen, es ist Jello und es ist ein Shot. Du machst quasi einfach nur Wackelpudding mit ganz viel Alkohol und dann machst du das in so kleine Shot-Dinger und dann machst du... Cool, du duschst damit. Richtig. Oh, Diego. Oh, Diego sieht richtig gut aus. Jesus Christ, oh my God, he's beautiful. Você fez alguma coisa no cabelo? Rossizich? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Ah. Oh, die hat lange Haare dadurch bekommen, weil er Frauenshampoo genommen hat. Und das findet er ganz schlimm, weil er ein männlicher Mann ist. Er ist sexy and free jetzt, hast du gehört? Findet ihr das jetzt... Guck mal, der fand das schlecht. Shampoo feminino não foi feito para você. Oh mein... Oh, i, oh. Ui, das war... Oh, ey. Entschuldige bitte? Ich höre da das Wort Sexismus an der Tür klopfen. Ja, ja, heute nicht. Nee, Frauenshampoo darf man nicht benutzen. Nee. Nee, also ich habe ja. Und darf ich nicht leider heute riechen. Keine lackierten Fingernägel. Das würde ich mir gerade mal ein Statement machen. Nach Moschus riechen. Moschus. Moschus Hirsch und Zedernholz. Parfüm ist richtig widerlich. Wenn ihr denkt, Vanille kommt von Vanille. Google lieber nicht. Nee, also ich habe gepupst. Jetzt, wo ich eine zweite vernünftige Meinung hier im Set habe. Shampoo und Duschgel sind vice versa, oder? Shampoo kann man für alles benutzen, aber Duschgel nicht. Das verstehe ich. Mhm. Aber Shampoo ist, wenn Shampoo ist auch für... Shampoo ist auch... Ich habe überall Haare, deswegen ist okay, ne? Also kannst du es auf jeden Fall auch für die Achseln benutzen. Für die anderen Sachen würde ich es vielleicht nicht benutzen, weil pH-Wert zu hoch. Ja, aber damit habe ich ja kein Problem. Das ist nicht meine Schuld, wenn es brennt. Hm. Das sagst du jetzt. Guck mal, wir haben die andere Richtung jetzt. Oh mein Gott! I'm really attracted to this. Oh mein Gott. Alge Marie, nee. Sie hat keine... Die hat Alge Marie, das darf man doch nicht sagen. Die hat da unten Algen. Die ist ein Fisch geworden, eine Meerjungfrau. Nee. Das sagen die bestimmt im Norden so zum Pimpern. Alge Marie, Alter. Alge Marie, Alge raus. I wanna die. Mhm. Hello, ladies. Oh ja! Oh ja! Wieder zu mir, wieder zu eurem... Nein, aber... Das ist die deutsche Version. Könnte. Was ist denn deine Hand? Wieder zu mir. Ich hab's. Eine Auster mit zwei Tickets für dein Lieblingskonzert. Schau genau. Die Tickets sind nun Diamanten. Alles ist möglich, wenn dein Mann nach Old Spice riecht und nicht nach Leben. Das ist sehr schlecht aufgetrackt. Mann, ich mag das nicht. Die neue wilde Kollektion von Old Spice. Jetzt auch in Deutschland erhältlich. Da ist ein Wolf am Strand und mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Den kleinen Hund mag ich. Mach schon wieder nie Diamanten. Der hat richtig krasse Nippel. Der kann sich mit deinen Nippeln erschlagen. Das ist, die zielen immer auf so Dilfs ab, ne? Auf was? Dilfs. Dilfs? Dads, I like to... Oh, Dilfs. 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 Das ist wie Milf nur für... Gilfs. Natten. Oh, Dilf. Ja, er ist ein Dilf. Oder? Das riecht richtig gut. Actually ist das ein gutes Duschgel. Ja, aber auch wenn man nicht so hübsch ist wie er, ist es okay, wenn man nicht stinkt. Das ist richtig. Aber ich werde von der Werbung ja nicht abgeholt. Wo ist... Ich bin Gamer. So eine Werbung, wie ich sehe. Die mich einfach auch abholt. Ein Wettkampf ist Abenteuer für all meine Sinne. Er ist über eine Welle gesprungen wie ein männlicher Mann. Er ist ein Delfin. Das neue Dark Passion. Dark Passion. Das ist der weißeste Mensch, den ihr finden konntet. Der ist doch nicht Dark Passion. Stinken. Stinken ist männlich. Oder was meinst du? Stinken ist cool. Diese Gerüche sind zwischendurch ja ganz cool, aber die Werbung ist einfach kacke. Richtig kacke. Siehst du, dass ich heute mit Genies Shampoo geduscht habe? Oh. Wirklich jetzt? Ich weiß nicht, welches Shampoo ich genau habe, aber es könnte passiert sein. Es war entweder Head & Shoulders, weil das ist tatsächlich gut gegen Schuppen, oder Honig von Lush.
Nehmen wir mal die wahre Schätze von Garnier. Die sind gut. Die möchte man essen, weil die so gut riechen. Dann ist es aber für mich nicht so gut, weil ich würde es dann essen. Ich bin ein Kind, ich habe früher auch Kleister gegessen. Guck, wo ich gelandet bin, YouTuber. Das war doch von vornherein klar, dass das nichts wird. Ich habe einer Freundin eine Gesichtsmaske mit Schokolade geschenkt und sie hat mir ganz ein Bild mit der Maske aufgeschickt und war so... Und darunter stand, schmeckt nicht nach Schokolade. Bitte fresst keine Schokolade... Bitte duscht mich mit... Mit Schokolade. Bitte duscht nicht. Da ist noch ein Video, lustige Werbung, mit Nico reacted. Nico ist sehr alt. Ich würde draufklicken, bevor er tot. Tschüss.